Dramatische Szenen spielen sich ab am frühen Abend im niedersächsischen Stur. Dort brennt ein Einfamilienhaus und auf dem Gehweg liegt davor eine ältere Bewohnerin, lebensgefährlich verletzt. Die Kleidung der Frau, die steht bereits in Flammen, als Nachbarn zu Hilfe eilen. Der Eingangsbereich des Hauses steht bereits komplett in Brand, als die Einsatzkräfte am Montagabend gegen 19.30 Uhr eintreffen. Eine 80-jährige Frau liegt auf dem Gehweg des Hauses. Sie ist schwer verletzt. Nachbarn hatten bereits erste Hilfe geleistet, die Rentnerin mit Decken gelöscht. Die Frau kommt mit lebensgefährlichen Verbrennungen ins Krankenhaus. Die Person ist lebensbedrohlich verletzt, wurde von der Feuerwehr erst versorgt, dann an den Rettungsdienst übergeben und ist mittlerweile ins Krankenhaus transportiert worden. Die Verletzungen sind Brandverletzungen und starke Brandverletzungen, die lebensbedrohlichen Charakter haben. Das Feuer hatte sich inzwischen auf weitere Räume des Hauses ausgebreitet. Mehr als 60 Einsatzkräfte löschen den Brand nach 2 Stunden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Soeben gab die Polizei bekannt, die 80-jährige Frau erlag am Morgen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.